Guten Morgen miteinander und ganz herzlich willkommen im zweiten Geschichtenladen Online-Shop. Ich muss mich entschuldigen, ich bin heute nicht in einer so guten Verfassung. Ich weiß eigentlich auch nicht, wieso genau. Vielleicht ist es das Wetter draußen. Oder eigentlich denke ich fast eher, es sind Sorgen, die mich erdrücken. Sorgen um meinen Chef, den Igel. Die sehen hier oben ein Porträt von ihm. Ja, eben. Er war schon in der letzten Zeit wahnsinnig viel am Umreisen, der Igel. Und ich habe wahnsinnig viele Postkarten von ihm bekommen. Zum Beispiel von Venedig, aber das wisst ihr ja schon. Und von Paris. Sogar in Istanbul war er. In Moskau, in London, in Singapur und aber vor allem, was ich euch so gerne zeigen will, die Postkarte, die, weiss ich nicht, von wo er sie mir geschickt hat, aber es ist eine Postkarte, wo er sich hat fotografieren lassen, und zwar in einem Coiffeursalon. Er hat also einen Coiffeursalon gefunden, der offen hatte. Und ich glaube, er hat ziemlich lange danach suchen. Ah, ich würde wahnsinnig gerne sehen, wie er aussieht mit diesen frischen Locken. Aber eben, das ist es ja. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Und was noch viel schlimmer ist, ich habe schon so lange nicht mehr von ihm gehört. Keine einzige Postkarte habe ich von ihm bekommen in den letzten 2 Wochen. Ist ja logisch, dass ich mir Sorgen mache. Ah, da bekomme ich gerade wieder Kopfweh. Wahnsinnig Kopfweh. Aber wisst ihr was? Wir müssen ja arbeiten. Wir müssen ja den Geschichtenladen machen. Jetzt erst recht. Darum reise ich mich jetzt zusammen. Gut. Dann ziehen wir jetzt 3 Wörter. Und dann schalten wir um zu der Alexandra und die erzählt euch dann heute ihre Geschichte vom letzten Mal mit diesen 3 Wörtern weiter. So. Versteckt. Und was nennen wir noch? Praktisches Wort. So. Geld. Geld. Und dann nehmen wir noch ein Lieblingswort. Mal schauen, was das ist. Oh, sehr schön. Vollmond. Vollmond. Okay, also wir haben versteckt, wir haben Geld und Vollmond. Und jetzt rufe ich sofort der Alexandra an, damit es weitergeht. Moment. So, hallo, ja, genau, das machen wir. Ja. Das glaubst du einfach nicht, was ich jetzt erlebt habe. Ich kann fliegen. Das hast du nicht gewusst. So, konzentrier dich endlich ein bisschen. Jetzt müssen wir doch den Geschichtenladen machen. Die Kinder warten doch schon lange. Was, wie es im Haus gelaufen ist, meine Bewohner. Ach, das ist eine Geschichte. Aber die erzähle ich nachher. Und was noch? Vollmond. Wisst ihr noch den Freddy? Der Freddy, der besonders wohnt. Gestern habe ich ihn gesucht und gesucht. Ich habe ihn einfach nicht gefunden.
Hallo? Hallo, Freddy? Nein, komm da raus. Zum Glück habe ich den Freddy so wieder gefunden. Ja, ohne Freddy geht im ganzen Haus nicht. Aber der Charlie, der oben wohnt und immer so laut Musik hört, also das ist eine komische Sache. Den Charlie höre ich einfach seit Tagen nicht mehr. Der Charlie, ich bin der Charlie. Der Charlie, der jetzt schläft, hat mir natürlich ganz genau erzählt. Aber das muss ein Geheimnis bleiben. Er ist in Esterhaufen und hat alles durchsucht. Und plötzlich im hintersten Ecke. So viel Geld. So, jetzt wollte ich euch aber weiter erzählen. Ich muss noch schnell ein bisschen parat machen. Ach, in unserem Haus ist in der letzten Zeit wirklich so viel passiert. Dora, die hat doch ihre Badhose gesucht letztes Mal. Und Dora, die ist in die Ferien. Und ich glaube, sie hat es wunderschön dort, wo sie ist. Und sie will nicht gestört werden. Herr Krummenacher! Das ist im Fall ganz komisch. Der Herr Krummenacher, der ist nicht rum. Ich bin in seine Wohnung, läuten, klopfen. Ich weiss nicht, was mit dem Herrn Krummenacher ist. Ich bin zu einem Mann und er gesagt, Herr Krummenacher, komm mit doch raus. Ich mache einen Kaffee. Aber nein, er hat nicht wollen. Überhaupt nicht. Plötzlich, als ich nicht geschaut habe, ist er rausgekumpelt. Und als ich wieder geschaut habe, hat er einen wunderschönen roten Luftballon in der Hand gehabt. Und ist einfach zum Dachfenster. Und davon geflogen. Er hat gewunken, ganz sicher. Gute Reise, Herr Krummenacher! So, jetzt muss ich euch unbedingt noch erzählen, was mit der Rosmarie ist. Also, ihr habt das gar nicht gewusst, aber die Rosmarie, die kann zaubern. Also nur bei Vollmond. Ah, das ist doch gar nicht möglich, das kann doch nicht sein. Ist Vollmond. Hallo? Ja, ich bin fertig. Also gut, danke vielmals. Danke vielmals, Alexandra. Jo, ciao, gell? Ciao. Wahnsinn. Es ist doch wirklich Wahnsinn. Also,
Das war so eine super Geschichte. Mir geht es wieder total gut im Fall. Also so richtig gut. Das ist doch verrückt, was Geschichten so bewirken können. Ja, und das war es eigentlich schon gesehen für diesmal. Ich wünsche euch ganz einen schönen Sommer. Wir sehen uns wieder nächsten Herbst zum nächsten Geschichtenladen. Ciao zusammen. Also, bis im Herbst.